In so einer Situation ist der Tagesablauf der, dass man alarmiert wird, meistens von der Landeswarnzentrale oder von einem Straßenmeister zum Beispiel, dann sofort in den Einsatz geht. Wir haben ja Autos, die Blaulicht und Sirene haben. Wir kommen also rasch weiter. Wir können auch mit dem Polizeihubschrauber fliegen, was sehr hilfreich ist, wenn Flugwetter herrscht. Und dann kommen wir halt von einem Einsatzort zum nächsten, je nachdem, ob das eine lokale Katastrophe ist oder eine gemeindeübergreifende oder gar bezirksübergreifende. Und wir kommen erst wieder zur Ruhe, wenn alle diese Ereignisse eingeschätzt sind und wenn man weiß, geht da noch Gefahr davon aus oder nicht und was kann man dagegen tun.